Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich gemeinsam mit euch drei Stühle bearbeiten. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir dafür einen Chic-Stil reinbringen. Ich habe dafür schon mal Lack anrühren lassen. Und zwar wird es dieser Lack werden. Dieses Grün hier. Wenn ich das näher ranhalte, dann fixiert das schon wieder nicht, glaube ich. Deswegen, dieses Grün wird es sein. Wir werden es heute ein bisschen anders machen als beim letzten Mal. Beim letzten Mal habe ich hier einfach nur eine Grundfarbe gehabt und dann haben wir mit dem Cuttermesser den Chevy Chic Stil reingebracht. Diesmal werden wir mit zwei Farbschichten arbeiten. Und was richtig spannend ist, wir werden mit Kerzenwachs arbeiten. Habe ich vorher auch noch nie gemacht. Ich habe jetzt gerade mal so ein Probemuster erstellt, um zu gucken, wie es überhaupt wird und ob es überhaupt was wird, bevor ich nachher am Ende die Stühle versaue. Und zwar habe ich erst den Lack genommen, also die Farbe, die ich euch gezeigt habe. Ich zeige euch mal direkt das Muster. Das ist das Muster. Ich zeige euch mal ganz kurz den Effekt vorher, wenn ihr es fixiert. Sieht man leider jetzt nicht so gut da drauf, aber grundsätzlich sieht es total schön aus. Habe ich das nicht schon als Antwort? Nein, pass auf. Also ich habe erst das Brett halt in dieser Grundfarbe bemalt, bin dann mit dem Kerzenwachs komplett über die ganzen Flächen gegangen, habe die Kanten schön eingerieben, habe dann die Krümelchen, die dadurch durch den Wachs entstehen, halt abgerieben und bin dann mit einer zweiten Farbe rübergegangen. In dem Fall war es jetzt weiß. Ich habe den weißen Lack mit Wasser verdünnt vorher. Bin dann quasi mit dem Pinsel rübergegangen, habe es gut durchtrocknen lassen und habe es dann wieder mit Schmirgelpapier runtergenommen. Ich möchte nachher nochmal eine Schwammtechnik ausprobieren. Ich habe den Schwamm jetzt gerade noch nicht hier, den muss ich gleich nochmal schnell besorgen. Aber ich werde auf jeden Fall einmal mit Pinsel auftragen, einmal mit der Schwammtechnik das machen. Und dann werde ich euch quasi noch ein Muster gleich zeigen, wo ich halt den Wachs weggelassen habe und nur zwei Farbschichten übereinander gelappt habe, um euch den Unterschied des Effektes zu zeigen. Das ist schon ein großer Unterschied. Also durch diesen Wachs ist es halt sehr viel feiner geworden. Es sieht ja wirklich aus, als wenn man da mit Kalk rübergegangen ist. Also mir gefällt die Oberfläche wirklich sehr schön. Ich bin echt begeistert davon und ich denke, dass die Stühle auch sehr schön werden. Von daher werde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr viel länger reden und direkt loslegen. Ich werde den Fokus heute nicht aufs Schleifen setzen, beziehungsweise werde das Schleifen an sich heute kein großes Thema sein. Ich werde natürlich die Stühle anschleifen, weil es wichtig ist bei so einem Lack. Es gibt auch Lack, aber das ist ein anderes Thema, wo man gar nicht anschleifen muss. Aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal in einem der Videos mit reinnehmen. Aber in dem Fall solltet ihr auf jeden Fall eure Möbel anschleifen, wenn ihr handelsüblichen Lack nehmen werdet. Und dann, wie gesagt, die einzelnen Schritte werde ich jetzt gleich nochmal einblenden. Für die Leute, die halt nicht richtig wissen, wie man schleift, schaut euch gerne die anderen Videos an. Ich habe da inzwischen einige Videos, wo geschliffen wird und da wird dann nochmal intensiver drauf eingegangen. Das heißt, Handschleifen ist damit, also sind einige Videos, aber auch mit Maschinen. Also ich habe da eine Bandschleifmaschine, ich habe andere Maschinen benutzt und schaut euch diese Videos an, falls ihr dazu Tipps braucht. Und ich lege jetzt sofort los. Also, falls euch das Video gefällt, freue ich mich wie immer über Daumen nach oben. Falls euch das Video nicht gefallen sollte, gebt mir gerne Daumen nach unten. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss! Ich beginne damit, die Stühle mit einem Handschuh, der eine Kletthaftvorrichtung hat, mit fertiger Schleifpapier abzuschleifen. Hierbei ist es wichtig, dass ihr die Oberfläche entlang der Maserung schleift, weil ihr ansonsten Gefahr lauft, dass die Fasern brechen. Nachdem ihr euer Möbelstück von der Lackschicht befreit habt, solltet ihr im Anschluss die Oberfläche gut säubern. Wie ihr hier seht, habe ich die Fläche zuerst abgefegt und im Nachgang mit einem feuchten Tuch gereinigt. Jetzt kann es auch schon mit dem Lackieren losgehen. Um den Boden zu schützen, habe ich Zeitungspapier ausgelegt. Zum Auftragen der Farbe benutze ich sehr gerne eine für Lack bestimmte Schaumstoffrolle.
Nach 2 Anstrichen habe ich mein gewünschtes Farbergebnis erreicht. Zwischen den Anstrichen solltet ihr den Lack gut durchtrocknen lassen. Bevor ich die zweite Farbe auftrage, kommt nun die Kerze zum Einsatz. Dafür reibe ich die gesamte Stuhloberfläche mit dem Kerzenwachs ein. Dieser hilft uns später, die zweite Schicht der Farbe besser abschleifen zu können. Nachdem ihr den gesamten Stuhl mit dem Wachs eingerieben habt, empfehle ich euch, mit einem trockenen Tuch die Rückstände zu entfernen. In den nächsten Schritten werdet ihr sehen, dass ich die Farbe einmal mit einem Pinsel und einmal mit einem Schwamm auftragen werde. Dafür verdünne ich in beiden Fällen den Lack mit etwas Wasser. Hierbei solltet ihr darauf achten, dass es sich um wasserlöslichen Lack handelt. Der Vorteil beim Auftragen mit dem Pinsel ist, dass ihr den Lack sehr gut in die offenen Poren einarbeiten könnt. Achtet darauf, dass ihr einen guten Pinsel habt. Meiner war leider nicht so gut und hat ständig seine Härchen verloren. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nach dem Auftragen der zweiten Farbe etwas verunsichert war, weil es doch sehr komisch aussieht, wenn die erste Farbe durch die hellere Farbe durchkommt. Lasst euch also bitte nicht davon entmutigen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Im nächsten Schritt probieren wir die Schwammtechnik aus. Dafür halbiere ich zuerst den Schwamm mit einem Cuttermesser, weil die Hälfte völlig ausreicht. Ich tunke den Schwamm so lange in die Lackmischung, bis er sich mit der Farbe völlig aufsaugt und gehe dann über die gesamte Fläche. Diese Anwendung hat den Vorteil, dass sie sehr viel Zeitspanner ist, weil ihr großflächiger arbeiten könnt und ein Schwamm keine Härchen hat, die er verlieren könnte. Tendenziell würde ich euch also empfehlen, die Schwammtechnik auszuprobieren. Nachdem ich die Farbe ca. 2 Stunden habe durchtrocknen lassen, schleife ich erneut die gesamte Fläche ab. Dieses Mal verwende ich ein feineres Schleifpapier bei einer 60er Körnung. Um den Chubby Chic Look noch mehr hervorzuheben, habe ich stellenweise bis zur Holzoberfläche runtergeschliffen, sodass am Ende 3 Farben zum Vorschein kommen. So sieht mein Endergebnis aus. Ich hoffe, dass ich euch dazu inspirieren konnte, es selbst mal auszuprobieren. Wenn ihr jetzt noch dran bleibt, seht ihr noch ein paar Outtakes. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss! Diesmal mit, das würdet ihr wohl gerne wissen, diese Fliege nervt hier echt gerade voll. Chubby Chick Stil. Ich liebe dieses Wort, das ist irgendwie so ein witziges Wort. Aber 2 Übergänge. Sarah. Jetzt bin ich gerade aus dem Konzept geworfen. I just wanna change, I just wanna